So. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? 15 Minuten. Machen wir jetzt noch das eine Rennen und dann... Ja, bitte ist was kürzer, wie gesagt. Klar. Oh, eine Viper. Das ist das Auto, was ich vorhin meinte. Ich kenne die Viper. Ich habe sie selber getuned. Oh. Oh, Glück gehabt, dass ich dich doch wieder erwischt habe. Das ist übrigens eine von den verifizierten Strecken. Also die ist nicht von Rockstar, sondern die ist von jemandem erstellt worden. Okay. Und dann von Rockstar praktisch... Oh, knapp noch an der Kante vorbei. Ja, die Kurve ist nicht ohne gewesen. Ich musste da auch ein bisschen vom Gas runter. Ah, diese Dreckskante. Pass auf, dass in der Röhre ist eine schöne fiese Kante. Okay, du bist schon durch. Wer auch immer da jetzt hinter mir und außen. Wow. Ah, ich hasse dieses Rennen. Das war das. Oh nein. Das ist ein Scheiß. Was denn? Ausgebrennt. Ja, ja, das ist diese Ecke da, ich weiß. Diese quer rot-weiß gestreiften Balken da, das sind so Bremsdinger. Das ist dafür gedacht, damit du nicht darüber hinausschießt. Wahrscheinlich, ja. Drei Runden. Ja, ich wusste ja nicht, wie lang die Strecke ist. Alles gut. Ich wundere mich nur gerade. Normalerweise sind solche Strecken ja nicht so lang. Ernsthaft, du kommst da nicht rüber? Worüber? In dem Looping? Der meiner ist mitten im Looping einfach stehen geblieben. Weil ich über die Kante nicht wegkomme. Doch, ich bin einmal durch den Looping gefahren. Nee, ich nicht. Wie gesagt, ich bin einmal da hängen geblieben an dem Ding. Im Looping. Runde 1 geschafft. Ach, schlimm. Super. Was denn? Enrico? Nichts. Hm.
Aber du bremst an und fliegst erstmal kilometerweit zum Strand raus. Wieder an dem Looping hängen geblieben. Mit dem Looping wird mein Auto einfach stehen. Und da verlierst du dann bestimmt 7-8 Sekunden. Ich bin schön auf. Das Komische ist aber auch, dass das kein. Das ist ja ein ganzer Looping. Also den gibt es ja so im Dings im Ganzen, da ist also keine Kante dazwischen. Also doch, ich bin, wie gesagt, ich bin da zweimal dran hängen geblieben und habe da jetzt mal eher als 6-7 Sekunden verloren, locker. Ja, das verstehe ich schon. Ich sag ja nur, das ist aber kein selbst zusammengekleisterter Looping, sondern klar. Das ist ein ganzer, der so im Editor so zu finden ist. Mit dieser Rampe unten dran alles, das ist ein Bauteil. Och Mann, ich will doch nur um die Kurve fahren und du gehst erstmal geradeaus und landest im Wasser. Ich darf keine Rennen gewinnen, egal was ist. Dieses Spiel lässt mich kein einziges Rennen gewinnen. So, solange du nicht Vierter bist, gewinnst du doch. Das ist das Problem. Na, was soll ich gewinnen? Ich bin Zweiter. Damit gewinne ich nicht. Ja. Das ist da mal nicht unmöglich. Ja. Ich lande immer am Strand in der Kurve, du kannst nichts machen. Ich bremse voll und trotzdem rutscht der mir geradeaus komplett über die Dings weg. Das wird Strand, hier ist sogar kein Strand. Der Rechtskurve, diese Halbkreis da jedes Mal. Ich lande jedes Mal am Strand. Du kommst der Röhre raus, willst du mit Kurve an, vor der Kurve anbremsen, keine Chance, du rutscht geradeaus weg. Die Kurve. Ja. Ich komme jedes Mal wieder um einige Sekunden ran, dann Markus. Immer da 36, jetzt sind es 34 nur noch, aber solche Dinge, die versorgen mir immer mein komplettes Rennen. Ich muss dann erst wieder die Kurve zu drehen. Du hast doch versucht, mich rauszuschubsen. Selber schuld, wenn ich bremse. Mit dem Rausschubsen kennst du, ne? Jetzt komme ich wieder nicht über die
Doch, diesmal komme ich über den Looping. Warum auch immer. Jetzt bin ich durchgekommen. Zweimal vorher nicht. Naja. Als ob. Oh. Was denn? Nichts. Rennen nie beendet, heißt doch keine Punkte. Juhu. Arschleck. Da muss ich dich im Kindergarten anmelden. Muss ich ja. So. Naja. Na dann. Feierabend. Ach ja, so kurz vor der letzten. Die fast eine Stunde ging. Nochmal hier zwei haben und nochmal gucken, was wir in der nächsten Woche machen. So, machen wir kurz eben jetzt verlassen. Und ich habe noch Ladebildschirm. Naja, komm. Ladebildschirm. Eben nicht. Dann heute nicht mehr.